Nico, was sagst du zu unserer Situation, die wir gerade haben? Das Auto springt ja nicht an. Ich finde das beruhigend, weil komme ich dazu, eine Stunde zu schlafen. Das ist ein Typ. Freunde der Sonne, wir sitzen in Belgien fest und können nicht damit fahren. Was? Hallo. Hallo. Das Auto geht nicht mehr an. Das ist echt geil. Und wir überlegen jetzt, ob wir uns hier einfach ein Haus kaufen. Weil so groß sind die Häuser hier nicht, also können die auch nicht teuer sein. Und Holger kann hier auch drin wohnen bleiben, weil die sind ja auch echt klein. Hier, da ist ein Beispiel, die Tür. Wobei, die geht noch. Die geht noch. Ja. Die. Die ist so eine richtige Holger-Tür. Das ist eine, nee, obwohl, die geht auch. Scheiße. Da müssen wir unten durchlaufen. Ja, springt das Auto nicht an. Geil. Im Ausland ist natürlich sowas richtig kacke. Vor allen Dingen rein theoretisch müssten wir doch jetzt, wenn das Auto anspringt, doch jetzt eigentlich losfahren schon. Ja, du sollst mindestens eine Dreiviertelstunde die Batterie schießen lassen. Ja, weil das ist zu kurzer Weg, ja. Wenn es die Batterie ist. Das ist ja das, was ich gerade eben meinte, wenn wir da nicht hinfahren und dann machen wir das Auto noch 3 Minuten wieder auf, dann haben wir das gleiche Problem auf der Convention. Ich bin aber der Meinung, es ist nicht die Batterie. Oh, das hört sich dann noch an. Oder ja, aber es kann ja nicht sein, dass hier so schnell leer ist. Wir sind hier wie viele Kilometer gefahren? 600? 700. 700 Kilometer hier gefahren. Dann kann so ein Ding nicht ausgehen. Das ist schon unfassbar. Vor allen Dingen morgen. Morgen ist Montag, morgen habe ich gleich einen Kunden erstmal. Der Sicherungskasten? Das kann auch sein, dass es nur Hauptsicherung ist, die raus ist. Ist auf jeden Fall prickelnd. Läuft, würde ich sagen. Ja, läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. So, gehen wir zocken? Vielleicht haben wir Glück und können uns jetzt gleich einen Abschleppdienst leisten. Neues Auto. Oder ein neues Auto kaufen. Haben wir einen BMW gesehen gestern auf der Aftershow-Party. Ja, für 88.000 M3. In der Berlin-Line ist natürlich genau richtig dann für uns. Ja. Und wenn wir den Rabatt zahlen, werden uns die Mehrwertsteuer erlassen und dann müssen wir nur 66.000 zahlen. Haben wir natürlich dann. Locker. Aber ich merke gerade immer wieder, ich bin froh, dass ich doch keinen Ford mehr fahre. Ich merke immer wieder, wie müde ich bin. Wie müde ich bin, der ist nur müde seit 3 Tagen. In der Ecke, Alter. Entweder kommt bei denen, ich muss kacken oder ich will schlafen. Ja. Seit Donnerstag. Mann, ich bin alt. Der hat richtig das kommt Angst, auch noch. Der hat richtig Angst, dass er nicht kacken kann. Ja. Wieso? Ich war doch hier zweimal. Ja, yeah, jetzt. Immer furzen und immer kacken. So, Holger ist immer nicht auf dem Rückweg. Ist er schon auf dem Rückweg? Nee. Holger! Schlaft gut, der kommt mit. Mir ist langweilig. Lalala. Boah, Alter, dein Furz stinkt so nach Scheiße. Du bist dir sicher, dass alles draußen ist? Ja, mega scheiße, wa? Der riecht doch ja nicht. Oh, übertrieben. Oh doch, der riecht. Der riecht richtig. Oh, ich muss jetzt erstmal hier so eine Lipton Eistee Zero Sparkling trinken. Hier. Hier. Prost. Schleichwerbung. Hier, Prost. Also, Prost. Prost. Was machst du denn jetzt? Willst du mir einen lutschen? Guck mal, wir werden lutschen. Oh ja. Oh, macht weiter. Nico, du weißt, dass das richtig extrem gay gerade ist, ne? Ist mir scheiße, ja, so das ist gerade richtig schwul. Guck mal, wie eng wir aneinander sind. Guck mal, da ist nicht mal ein Centi dazwischen. Oh Gott, du berührst mich sogar. Hey, du hast die Nacht mit mir gekuschelt. Also nichts gegen Schwule, aber ja, das ist gerade verdammt gay. Das sagt der, der seine Hand auf mir abgelegt hat die Nacht. Was? Ja, ja genau. Als wenn ich meine Hand auf dir gelegt habe. Oh, nee, tutet. Als wenn ich meine Hand getutet habe. Nee, du tutet man seine Hand? Ich habe doch nicht meine Hand getutet auf deinen Körper. Klar. Nein, habe ich nicht. Du hast sie raufgetust. Du hast in der ersten Nacht direkt mit deinem Kopf an meinem Kopf gelegen, mein Freund. Und dann wirst du wach. Oh. Und dann tust du so, ganz heimlich, als würde ich es nicht mitkriegen, dann gehe ich mal schnell rüber, auf meine Seite wieder. Ich habe dich verwechselt. Ja, yeah, du hast gedacht, ich bin Diana. Genau. Ich sag mal so, eigentlich hab ich morgen frei. Ich auch. Ein Glück kann ich morgen arbeiten, denn ich liebe meinen Job. Ja, yeah. Mackerste. Mackerste. Ich kann ja meinen Kopf auf deinen Schoß ablegen. Dann könnte ich hier richtig drin rutschen.
So, wir warten immer noch auf Hilfe, beziehungsweise Holger, Holger kümmert sich drum, dass das Hilfe kommt. Hilfe. Aber so wie mir Holger gerade geschrieben hat per SMS, das hat ja gleich hier so geklingelt in meiner Hose. Also nicht bei den Eiern, sondern beim Handy. Holger hat gerade bestätigt, steht drin in der SMS, dass aus Deutschland jetzt der ADAC losfährt. Echt? Nein, Mann. Er sagt echt. Hätte er sein können. Genau. So, Holger ist noch nicht da und das wird er auch erst mitkriegen, wenn er dieses Video hier sehen wird bei YouTube. Was ich nur sagen wollte ist, Holger, verkauf dein Auto. Das ist echt scheiße. Wenn die scheiß Kamera wechselst, hier. Ich glaube, die haben alle hier gar kein Startkabel. Mann, die haben nach 4 Jahren hier keinen TÜV mehr. Was ist los? Die brauchen kein Startkabel. Die kaufen sich einfach ein neues Auto. Jetzt mal was anderes. Wo ist denn die nächste Tanke? Der muss gerade richtig Bluetooth-Druck haben. da hinten. Nein, dann fahren wir jetzt erstmal zur Tanke und kaufen Starthilfekabel. Ach ja! Stimmt, hier noch ein Starthilfekabel. Wir fahren erstmal zu. Wir fahren jetzt! So, Holger, wir werden dann jetzt mal den Abschleppdienst aus dem Automaten holen und hoffentlich gewinnen. Nein, wir finanzieren Holger jetzt ein neues Auto. Das wäre ja cool. Und vielleicht mal keinen Ford. Also, eins steht fest: fahre zu Ford. Und hau ihn auf die Fresse. Und gehe danach fort, ohne dein Fort. Ja. Also fahre nicht fort und komm nie wieder. Sascha! Ja? Könntest du dich jetzt mal wieder hier drüben hinsetzen? Wieso? Weil ich mich anlehnen will, wenn ich schlafen will. Übrigens, Leute, das Allergeilste ist, verboten auf Belgisch heißt verboten. 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 Manuel, das wievielte Mal wolltest du jetzt eigentlich aufhören zu rauchen in den letzten 3 Monaten? Das siebte. Siebte Mal? Mhm. Schmeckt die Kippe? Die ist schon längst die ganze Zeit an. Ich weiß gar nicht, was du da machst. Ja, ja, da musst du ein bisschen. Ja, die schmeckt scheiße. Verboten ist das, die was du da Zigarette machst. Schmeckt auf jeden Fall sehr verbonnen. Ist ja ein bisschen besser noch. Nico wollte gerade ins Krankenhaus fahren noch. Wieso? Na, weil er die Tür zugeklappt hat und ich meine Finger da kurz vorher noch da drin hatte. Ach du Scheiße. Ich hab aber aus Versehen umgefasst, also weil ich die irgendwie intuitiv drin hatte gerade. Ja. Das ist Gott sei Dank mal mein Ex-Chef passiert. Gott sei Dank. Ja, ja. Aber dem ist es mal passiert. Die komplette Hand, bam, war richtig gut. Aber hat er auch verdient gehabt. Karma. Karma ist ein Bitch. Fick dich, Ex-Chef. Ey, so ein Scheiß passiert wieder echt nur niemandem. Ja, nur dir. Die sind gar nicht hier. So. Du weißt, woran es liegt, weil ein Thiele hier ist. Ja, genau. Thiele-Gene. Das ist Thiele-Gene. Ich hab so eine Gene aber auch. Ich mit Autos nicht ein Glück. Ich ja mit Autos. Grundsätzlich immer ein 1000er im Monat stecke ich ins Auto. Oh, die haben geheiratet. Oder das Klopapier? Klopapier. Oh. Sag mal, wo hat Nico eigentlich die Tattoo-Meeting gemacht? Ich würde ganz gerne mal wieder eincremen. Mir brennt gerade so der Nacken. Ich ja, sieht man. So, wir sind endlich mal auf dem Rückweg. Sanji Uhr! Ein kleines Sanji-Zimmer! Ja, Mann! Ist in Ordnung! Leute, Auto ist schon wieder ausgefallen. Wir stehen jetzt auf dem Rasthof. Und der Motor will nicht anspringen. Albtraum. Aber Sonne tanken. Schon geiles Bild gerade. Freunde der Sonne, wir sind wieder angekommen, endlich. Alles überstanden. Albtraum. Dann hier. Die haben wir noch gekauft.